Große Überraschung für alle Fans von Daniel Hartwig, 44. Der Moderator bekommt seine eigene Show. Dschungelcamp aus von Daniel Hartwig. Es war die Schocknachricht Anfang Februar. Daniel Hartwig beendet nach 9 Jahren an der Seite von Sonja Zietlow, 54, seine Moderation bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Als Grund für sein Dschungelcamp aus gab er die Schulpflicht seiner Kinder an. Mir war immer klar, dass ich die Show nur so lange moderiere, wie meine Familie mich zu den Dreharbeiten begleiten kann. Mir ist es wichtiger, nicht wochenlang von meiner Frau und unseren Kindern getrennt zu sein. An dieser Stelle war bereits für viele Zuschauer klar, dass die Lücke von Daniel Hartwig nicht leicht zu füllen sein wird. Schließlich gehört der 44-Jährige zu den beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Doch seit einiger Zeit ist bekannt, wer in die großen Fußstapfen treten wird. Jan Köppen übernimmt die Rolle und wird im Januar neben Sonja Zietlow im Dschungel stehen. Eigene Show für Daniel Hartwig. Daniel Hartwig wird im Winter die neue Quizshow Ohne Limit moderieren. Die Show basiert auf dem britischen Erfolgsformat Limitless Win. Das Ziel des Spiels ist es, immer so nah wie möglich an der richtigen Antwort zu sein, sie jedoch nie zu überschreiten. So können die Kandidaten die niemals endende Gewinnleiter immer weiter hinaufklettern. In der neuen Quizshow Ohne Limit bekommen Kandidatenpaare die Chance, ihr Leben für immer zu verändern, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von RTL. Anfang September werden zunächst 2 Folgen der Quizshow produziert, die dann im Winter ausgestrahlt werden sollen. Wir müssen also nicht bis zur nächsten Let's Dance Staffel warten, um Daniel wieder im TV zu sehen.